Nach über 2 Jahren harter Arbeit wird dein Traum wahr. Ich war dann ziemlich glücklich, als ich nach 2 Jahren endlich in mein Traumhaus ziehen durfte. So ein Traumhaus ist schließlich eine Lebensaufgabe und die gilt es einmal in seinem Leben genießen zu dürfen. Er packt beim Umbau viel mit an, auch wenn für ihn alles ungewöhnlich beginnt. Es begann schon sehr kurios. Ich entdeckte vor 2 Jahren ein McDonald's-Restaurant und dann entstand eine regelrechte Liebe und ich dachte mir, das kann man bestimmt in seinen eigenen 4 Wänden gut umsetzen. Freiburg, Oberlinden 25, Touristenmagnet. 104 Quadratmeter, zentraler geht es kaum. Allerdings erstmal renovieren. 3 Monate, dann war sein Logenplatz fertig. Für ihn unschlagbar. Ja, das hier ist so mein Blick. Alles, was mit McDonald's zu tun hat, wollte ich einfach besitzen. So habe ich mich dann auch durch alle Produkte gefressen und nun habe ich ein atemberaubendes Design. Er hat sich schnell daran gewöhnt. Schließlich wollte er mittendrin sein. Dafür kriegt er auch einiges geboten. Ja, manchmal, da habe ich hier auch die Maden oder die Kakerlaken, wenn die Essensreste sehen, die in den Kartons sind. Da wird mir dann schon einiges geboten. Ausziehen kommt für ihn nicht mehr in Frage. Nein, 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 ausziehen auf keinen Fall. Ich bin immerhin verdammt glücklich mit meinem McDonald's-Haus. Bis dahin wird er aber wohl noch auf tausenden Touristenfotos verewigt werden. Ja, ich hoffe, dir hat diese Parodie gefallen. Schreib doch jetzt gerne mal hier unten in die Kommentare dein Lieblingsprodukt von McDonald's. Bei mir ist es der McChicken Classic. Hier oben links findest du eine ganze Playlist all meiner McDonald's-Videos und hier unten rechts mein vorletztes Video. Und dahin bis zum nächsten Video. Ciao!